Is there anyone not speaking German? In other words, can we do everything in German? I take that as a yes. Gut, also wir wollen heute ein bisschen... Bilde ich mir das ein oder flicke das? Verstehe. Okay. Oh, oh. Aber habe ich doch heute extra nichts. Doesn't matter. Okay, only look, don't touch. Good. Wir wollen... ganz merkwürdig. Good. Fehler der Matrix. Wir wollen Advanced Kryptographie machen. Und speziell Searchable Encryption. Und ich bin Tobi, das ist Christian. Wir arbeiten hier für eine Firma in Darmstadt. Dazu werde ich hoffentlich am Ende noch was sagen, wenn ich dazu komme. Aber machen wir erstmal den Inhalt hier. Und ja, warum machen wir das? Wir machen das, weil wir glauben, beobachtet zu haben, dass viele Leute sich nicht vorstellen können, auf Ciphertext Operationen auszuführen. Also wenn, ich habe ganz oft erlebt, wenn ich mit Leuten rede und ihnen sage, naja, wir machen Operations auf Encrypted Data, dann kommt immer, also früher oder später kommt dann so die Frage, naja, aber irgendwann muss doch der Server die Daten entschlüsseln, um darauf Operationen auszuführen. Und eben das ist nicht der Punkt. Wir machen alle unsere Operationen auf Ciphertext only. Also der Server lernt weder den Ciphertext noch den Key und idealerweise also nichts weiter. Also der Server kann lediglich die Operation auf dem Ciphertext ausführen, die er ausführen soll. Und dann, damit hat sich das dann. Und solche Schemes wollen wir heute vorstellen, Searchable Encryption. Also die Möglichkeit, auf Ciphertext zu suchen. Also speziell Strings oder Keywords, in unserem Fall Keywords. Und bei Fragen gerne melden sofort, gerne ein bisschen interaktiver. Wenn immer was ein bisschen unklar ist, dann ruhig direkt melden. Wir haben viele Slides mitgebracht. Wir müssen uns eigentlich ein bisschen sputen, um die durchzutackern. Wir hätten noch mehr gehabt, aber nun haben wir das bisschen auf das Maß, was wir jetzt mitgebracht haben, reduziert. Und das ist so grob das, was wir machen wollen. Wir wollen erstmal gucken, warum machen wir das überhaupt? Was gibt es für Anwendungsszenarien? Was stellen wir uns da so vor? Und dann gehen wir durch ein paar existierende Ansätze oder einfache Ansätze und dann werden wir immer mehr advanced und mit immer mehr Features bezüglich Security. Und das generelle Szenario, in dem wir uns befinden, ist ein Benutzer. Vielleicht die Bildwiederholfrequenz höher stellen. Weiß nicht. Ja, schwierig, ne? Aber ja, ich kann VGA noch probieren. Gut, nee, kann ich doch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin. Kennt sich hier jemand mit Technik aus, war der Einwurf? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also, das ist schwierig. Slides sind auch nicht so wichtig, ne? Also, wir sind ja hier für den Inhalt da. Wir haben einen Benutzer, der verschlüsselt Daten und lässt sie irgendwo liegen. Also, auf einem Server. So traditionellerweise. Und dann möchte der Benutzer später einmal wissen, ob in diesen Daten, die er früher hochgeladen hat, ob es da bestimmte Keywords innerhalb dieses Ciphertextes gibt. Oder wo innerhalb dieses Ciphertextes gibt es Keywords oder einen Substring. Und weil heute schon Sonntag ist, ist der dritte Konferenztag. Wir sind alle ein bisschen matschig im Kopf vielleicht. Gibt es das in Bildern? Wir haben einen Benutzer mit seinem Dokument. Und das, der Benutzer verschlüsselt das in einer Art und Weise. Und dann bleibt das irgendwo liegen, in grün, weil grün ist gut. Und ja, das ist verschlüsselt. Und später dann möchte der Benutzer auf diesen grünen Text suchen lassen. Also es gibt eine andere Partei, die auf diesem Ciphertext im Auftrag des Benutzers suchen soll. Und warum könnte man das wollen? Was habt ihr für Ideen, warum man warum man eine andere Partei auf seinem Ciphertext suchen lassen wollen würde. Der Kommentar war, bei einem Cloud Storage
hat man potenziell viele Daten hochgeladen und man möchte nicht alles wieder runterladen, sondern nur eine Selektion davon. Ja, denke ich auch, ist ein sehr, sehr realistisches Szenario. Gibt es andere Ideen? E-Mail. Richtig, ja. Ich lade meine E-Mails hoch oder ich habe meine E-Mails irgendwo in diesem Internet und möchte nur eine bestimmte Auswahl von E-Mails lesen oder runterladen oder davon wissen oder wissen, ob es überhaupt E-Mails gibt, in denen das Wort, weiß ich auch nicht, Vertragsverlängerung vorkommt oder so. Richtig, E-Mails? Schwierig. Ja. Also es macht es ein bisschen interaktiver vielleicht, oder? Ein bisschen spannender. Das ist immer so ein bisschen neue Bilder. Dokumente. Ich könnte eine Art Dokumenten-Storage haben, einfach mit meinen Geschäftsbriefen oder so, weil ich mein Business in die Cloud ausgelagert habe. Und dann möchte ich entsprechend Operationen auf diesen Dokumenten ausführen lassen, ohne dass ich, naja, will, dass diese andere Partei von meinen Dokumenten was lernt. Wir haben uns überlegt, ganz praxisnah, ist sowas wie Kontakte. Also ich habe mein Adressbuch in meinem Telefon oder auf meinen Endgeräten und ich möchte die auf allen Endgeräten haben und ich möchte, naja, die speichern in einer Art und Weise, die es mir erlaubt, nur bestimmte Kontakte wiederzufinden. Und die, die Daten könnten so aussehen, wir haben eine Art Relation zwischen Vorname, Nachname und eine, in dem Fall hier eine Nummer. Und das ist so das traditionelle, wäre so das traditionelle Bild dieser Daten, die wir jetzt sicher ablegen wollen. Spannung. Ja, almost. Ja. Ups, schwierig. Ein bisschen Trommelwirbel. Ja, zumindest ein bisschen was, ne? Ja. Mal einen Applaus für den Mann von der Technik. Also wir haben Kontakte, die wollen wir jetzt ablegen in dieser Cloud. Und können wir uns fragen, naja, wie kann man das überhaupt lösen? Also was gibt es da für Ansätze, das zu tun? Und ein ganz naiver, der ganz generelle Ansatz, der Status Quo, wäre sicherlich sowas. Also wir haben hier unsere Plaintext-Einträge und die laden wir hoch auf den Server 1:1 ohne irgendwas. Ich glaube, das ist der Fall, wie es zuhauf passiert jetzt gerade. Also das ist, denke ich, der Status Quo. Und was ist das Problem dabei? Triviale Frage. Irgendjemand? Wer traut sich? Der Server lernt alles. Also steht auch da, ne? Schwierig, ja. Ist schwierig. Also ist ein bisschen ein blödes Szenario, nicht? Das ist nicht das, wofür wir hier sind. Und wir wollen dieses Szenario, naja, verbessern. Wir wollen, oder wir präsentieren jetzt hier Schemes. Die kommen auch nicht von uns, nicht? Also das ist alles existierende Arbeit von anderen Leuten. Wir stellen das jetzt nur mit hübschen Bildchen zusammen. Und wir möchten also Encryption-Schemes draufwerfen auf diese Daten, sodass wir eben die Funktionalität, die gewünschte Funktionalität erreichen können auf Ciphertext. Und ein Approach wäre relativ ein ziemlich simpler Approach, wäre jedes Datum einfach zu verschlüsseln mit einem herkömmlichen Cipher. Und dann lade ich den Ciphertext in die Cloud. Wer sieht ein potenzielles Problem oder eine schlechte Eigenschaft dieses Schemes? Was könnte ein Problem sein, wenn ich das so deployen möchte? So. Genau. Wir müssen, um unsere Funktionalität zu bekommen von diesem Scheme, müssen wir die gesamte Datenbank runterladen auf den Client, dort die
Verschlüsselung durchführen und dann unseren gewünschten Vergleich oder unsere Operation ausführen. Das ist, entspricht nicht den Designanforderungen, nicht? Wir wollten ein sicheres Scheme haben, aber mit weniger Kommunikation als der ganzen Datenbank. Und jetzt versuchen wir, uns daran zu tasten, wie das geht. Und für die tatsächliche Krypto übergebe ich an Christian. Hallo, hallo. Captain. Ah ja, funktioniert. Oder? Hört ihr mich? Ja. Okay, genau. Also ich bin Christian und ich erzähle jetzt ein bisschen was über Krypto. Ich komme auch aus der Krypto-Ecke so ein bisschen und ich hoffe, das wird jetzt nicht so arg kompliziert. Ich habe versucht, das alles einfach zu machen. Und die wunderschönen Bildchen sind natürlich alle von mir. Ja, das ist schöner geht nicht. Ich bin ein Theoretiker. Ja. Okay, also was wir machen können, wir können deterministisch verschlüsseln. Das heißt, wer das kennt, also gleiche Wörter, also gleiche, wenn ich einen Chiffretext, gleichen Klartext habe, bekomme ich einen kleinen Chiffretext. Deterministisch verschlüsseln. Das heißt, wenn ich deterministisch verschlüssle, das heißt, wenn ich genau einem Wort einem Chiffretext zuordne, dann kann ich natürlich auch auf dem Chiffretext suchen lassen. Dann schicke ich einfach Suchanfrage, einen Chiffretext hin. Also das Wort verschlüssel ich dann, schicke das hin und schaue, ist das Ding hier der Chiffretext in der Datenbank oder auf in der Cloud? Ist das eine gute Idee? Schlechte Idee? Warum? Genau, also die gut, genau, das ist nämlich ein Problem. Das möchte man nicht. Sorry? Genau, also das Problem ist, was man hat. Gleiche Klartexte ergeben gleiche Chiffretexte. Und das möchte man nicht haben. Warum nicht? Da gibt es dieses aus dem Internet, hier dieses Bild mit dem Pinguin. Und wenn man das hier deterministisch verschlüsselt, dann kennt man immer noch, da ist ein Pinguin. Das sieht jetzt bloß ein bisschen komisch aus. Das heißt, das ist eine unsichere Verschlüsselung und wir wollen eigentlich sicher verschlüsseln. Ja? Also irgendwie unsicher verschlüsseln, überlassen wir den anderen. Wir wollen eine sichere Lösung haben. Und genau, und jetzt kommt die Magie, wie kriegt man das sicher hin? Und da gibt es so eine Technik aus der Kryptographie, die nennt sich Encrypt the Mask. Und das nutzen wir aus. Und zwar was wir erst machen? Wir verschlüsseln erst deterministisch. Also die schlechte Variante hier mit dem Pinguin. Und da das ja nicht gut ist, müssen wir noch was machen. Was wir ja machen, wir maskieren das Ganze noch. Also so One-Time-Pad-mäßig. Und die Idee ist hier, wir nehmen hier erstmal die Hälfte der Bits, also wir teilen das linke, teilen rechte Teil der Maske. Und die linke Maske, def random, ziehen wir uns so die entsprechend viele Bits. Ja? Und wenn wir die Bits dann haben, es kommt der super Trick, dann tun wir den linken Teil nochmal verschlüsseln. Also der rechte Teil der Maske ist Verschlüsselung des linken Teils und das so ein Suchschlüssel. Also der Suchschlüssel kommt eigentlich, kann man von hier raus ableiten, aber das ist erstmal für den Talk interessant. Also gesagt, die Idee ist, Maske, linke Hälfte, def random, die rechte Hälfte leiten wir aus der linken Hälfte ab. Wird dann auch verschlüsselt und dann wird das Ganze XORed. Und wir wissen ja alle One-Time-Pads so, die Idee ist ganz gut, das ist dann relativ sicher. Also das ist dann sicher verschlüsselt auf dem Server. Das ist schon mal gut. Und jetzt ist die Frage, ja, also wie kann ich jetzt irgendwie den Server jetzt suchen lassen? Wir wollen ja dann irgendwie entsprechend nach unseren Wörtern suchen. Und wie tut man das jetzt? Das ist jetzt so die Magie dahinter. Also ich verschlüssel das deterministisch, mein Suchwort, und schicke dieses deterministisch verschlüsselte Suchwort an meinen Server. Und der Server macht das Folgendes. Er geht für jeden Chiffretext, den er hat, XOR, der ist hier drauf und dann fällt ja da die so eine Maske raus. Also wir haben ja gelernt hier, Verschlüsselung ist hier das, X, also Chiffretext hier, XOR Maske ist unser, das, was wir da speichern. Wenn wir jetzt nochmal das hier drauf XORen, fällt hier so eine Maske raus. Ist hoffentlich klar, oder? XOR, hat jeder schon mal benutzt?
Gut. Und genau, jetzt kommt er durch. Wir wissen jetzt natürlich, wenn das eine richtige Magic-Maske ist, dann können wir den rechten Teil aus dem linken Teil herleiten mit dem entsprechenden Suchschlüssel. Das heißt, wir geben noch den Suchschlüsselpreis, der zu diesem Wort hier passt. Und dann kann der Server überprüfen, ob der rechte Teil der Maske von der linken abhängt. Und wenn das der Fall ist, ist es eine Magic Mask und das heißt, wir haben einen Treffer. Das heißt, damit können wir jetzt plötzlich auf dem Chiffretext suchen. Das, wie gesagt, und die Technik, die ist von Song, Wagner und Perik. Also hier steht es noch, auf der, genau, die drei Herren haben das entwickelt. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also damit kann man jetzt sicher suchen. Und die Frage ist, ist das jetzt auch performant? Also kann man das jetzt anwenden? Ah, Frage, ja? Genau. Ja, okay, nee, das Problem ist, genau. Ja, also das Problem ist, hier speichere ich diese deterministische Sache. Und da kann ich dann statistische Analyse drauf machen. Unser Spaß, also das ist nicht sicher Schlüssel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwie Nachnamen, ich habe eine Liste von Namen, Kontaktadressen, und da weiß ich zum Beispiel, ich habe hier die Nachnamen. Und da weiß ich zum Beispiel, es gibt hier Leute, die heißen Müller, ja, was relativ häufig vorkommt. Es gibt Leute, die heißen Voller, die kommen weniger nicht so häufig vor. Und ich dann hier weiß, da ist jetzt, ich suche jetzt durch und sehe, da kommt irgendwie ein Chiffretext ziemlich häufig vor, ja, dann wird das wohl nicht Voller, sondern Müller sein. Also ich kann dann irgendwie so Guesses machen. Und das will ich natürlich jetzt nicht zulassen. Und solche Sachen, die will ich halt verschleiern auf dem Server. Das heißt, wenn du das jetzt genau hier kriegst, wenn du jetzt hier die Datenbank vom Server runterziehst, dann siehst du da gar nichts erstmal. Dann ist die komplett gut verschlüsselt. Also wenn du die klaust, bringt dir das nichts. Das ist genauso, als wenn du es nicht klaust. Da ist halt irgendwie Datenmüll, der erstmal nichts anfangen kannst. Klar. Ja, du kriegst, also die Suchanfragen, wenn du da sehr viele schickst, dann kannst du, und du kriegst die Suchanfragen mit, wenn du die siehst, dann kannst du natürlich eine statistische Analyse machen, ja, das geht. Ja. Es ist auch nicht nur Server, nicht nur, das ist auch dann, wenn die Datenbank verloren geht. Passiert ja häufiger, das Ding geht irgendwie verloren, wird public. Ja, und das ist auch so ein irgendwie Grund. Ja. Genau. Das, ja genau, also live monitors, wenn du aktiv da als Server gegen den User vorgehst, gegen den User, dann kannst du da was rauskriegen, ja. Ja, du kannst als Datenbank, also das war ja auch, das geht, das ist genau das Problem, was er gesagt hat, genau. Also wenn du dann zu viele Anfragen hast und die alle, die Historie kennst und merkst als Server, kannst du da was machen, ja. Klar, aber wie gesagt, das ist halt, du musst halt dann aktiv werden. Am anderen hast du es halt einfach so. Und jetzt musst du halt dir die Historie merken, ja. Das ist halt, ja, ist halt ein Schritt besser, das ist noch nicht perfekt. Klar, das Verfahren. Aber das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Also besser als gar nicht verschlüsseln, ja. Was man heute macht, so irgendwie, mir fällt es irgendwie nicht viele Services ein, wo dann irgendwie die Daten wirklich irgendwie verschlüsselt lagern mit dem Schlüssel, der mein Schlüssel ist. Weil hier ist ja die Idee, es ist alles mit meinem Schlüssel gemacht. Der Server kommt da nicht ran. Genau, und performt das Ganze. Ich habe das mal eben so ein bisschen Spaß implementiert. Nicht nur zum Spaß, ich kriege auch Geld dafür. Und Performance-Messung. Ich habe es halt mit AES mal gemacht, wie man das so macht. Und ich habe da mal die King James Bibel genommen, weil das so für Wissenschaftler, es gibt halt viele Wissenschaftler aus dem Gebiet, die nutzen halt immer die King James Bibel als Referenz, habe ich auch gemacht. Das Ding hat ungefähr 820.000 Wörter, genau, 820.000 Wörter hat das Ding ungefähr. Und die habe ich alle mal verschlüsselt. Das ging irgendwie relativ fix.
Ich habe noch ein bisschen, ich muss noch jedes Wort patten. Ich habe so ein Verfahren gewählt, wo ich nur Wörter, die 32 Byte sind, verschlüsseln kann. Das heißt, ich muss hier erstmal ihre 32 Byte patten. Das muss man nicht, das habe ich nur gemacht, weil ich lazy bin. Ja? Das kann man noch besser machen. Aber die Search, wenn man schaut, also wenn ich hier mal durch die Peoples suche und suche nach einem Wort, das nicht vorkommt, dann braucht der irgendwie 0,18 Sekunden, bis er das durchsucht hat. Das ist noch nicht, also das ist nur Single Core, das ist nicht optimiert, das ist auf einem Old Notebook wie das hier. Das ist eine i5 CPU. Ja, das ist noch verschmerzbar. Das Gute ist, also ich will ja nur wissen, kommt das Wort vor oder nicht. Wenn ich zum Beispiel noch irgendwas wie Gott suche in der Bibel, das kommt ziemlich am Anfang, das heißt, da kriege ich einen ziemlich schnellen Hit. Das ist okay. Und ich habe auch gelernt, es gibt, kommt das Wort Towel und Tracken in der Bibel vor, da war ich ein bisschen überrascht. Also ich kenne ja schon. Ja, Fuba, also der Skandal hier. Also wir brauchen dringend eine neue Version. Also hier, ja. Jedenfalls. Das Problem ist noch, das ist halt, ja, das ist zwar okay, aber geht es noch besser. Wir wollen schneller suchen. Das ist uns langsam. Weil wir wollen ja dann Big Data Szenario gehen. Und da will, genau, und bei Big Data muss ja alles schnell gehen, habe viele Daten und jetzt überlegen wir, geht es noch schneller? Und was ist der Trick, den die Datenbank macht, um Dinge schneller zu machen? Was macht so die olle Datenbank für Tricks? Index, genau, das können wir auch. Was die Datenbankmenschen können, können die Krypto-Leute schon lange, ja? Das heißt, jetzt kommt mit, jetzt mit Index suchen. Jetzt hier einen ganz naiven Ansatz, wir nähern uns wieder der richtigen Lösung. So, naiver Ansatz, ich habe hier, wie gesagt, meine Leute, Kontakte hier. Ich habe hier das, ich kenne hier das Alice und Bob hier, Mr. und Mrs. Fu. Und ich kenne auch Eve, war. Da ist eine Kontaktliste drin und dann stelle ich mir so einen Index. Und den Index falle ich einfach bei mir auf dem Rechner und verschlüssel die Daten mit meinem Lieblings-Encryption-Scheme, mit dem besten Scheme, wo gibt's. Lade das hoch und alles ist toll. Ich kann jetzt auch lokal suchen mit Hilfe des Index. Wo ist das Problem? Ein Index kann ich sogar im Klartext lassen, weil der liegt bei mir rum. Genau, hier, Synchronisation hier. Wir wissen ja alle, wie gut das funktioniert mit der Synchronisation, ja, wenn man irgendwie 10 Devices hat. Und irgendwo ist, und das ist irgendwie nicht die perfekte Lösung. Ja. Geht das besser? So, was fällt einem da ein? Ja, wir müssen den Index auch in die Cloud legen. Und dann haben wir einen naiven Ansatz. Ich verschlüssel den Index wieder mit meinem Lieblingsverfahren und stelle ihn auch in die Cloud hoch. Was ist jetzt das Problem? Wenn ich das so löse, fällt irgendjemand noch ein Problem auf? Dann muss ich jetzt den Index runterladen. Und wenn wir Big Data haben, dann kann der Index hier richtig groß werden. Und das ist, wenn ich dann wieder irgendwo bin mit dünnem Internet, dann macht das alles keinen Spaß. Ne? Weil ich muss jetzt, wie gesagt, den Index runterladen, ich muss dann die Krypten durchsuchen, dauert alles lang, habe ich keinen Bock zu. Ich möchte das schneller haben. Ja? Genau, hier, ich will es jetzt haben. Ja? Ich möchte nicht warten. Warten ist doof. Das haben wir alle gelernt hier. Wenn ich irgendwo draufklicke, dann soll es funktionieren. Und zwar in Echtzeit. Ja. Und da gibt es jetzt so der erste Ansatz. Das ist keine Angst, viel kompliziert. Aber das ist gar nicht so kompliziert, wie es ausschaut. Was ich machen kann, ich tue mir für jedes Wort. Also ich mache jetzt mal einen Index, für, also nur einen Nachnamen. Und dann tue ich für jeden Nachnamen, den ich habe, generiere ich mir so einen Suchschlüssel und einen Indexschlüssel. Und dann tue ich meinen Suchschlüssel, tue ich hier, mache ich hier den Index, den Key und den, für den Value verschlüssel ich den Indexschlüssel. Und hier brauche ich irgend so einen Dummy-Wert, da habe ich einfach mal den 0 genommen aus Kreativitätslosigkeit und fertig. Und dann habe ich einen tollen Index verschlüsselt. Problem ist jetzt auch wieder hier, wenn ich als Angreifer an den Index komme. Also ich breche da irgendwie ein bei meinem Cloud Storage Provider. Ich bin die NSA und kriege da einfach so, muss ich da nicht mal einbrechen. Also ich rufe da an und sage, gib mir mal hier die Sachen. Und dann kriege ich den Index. Und dann sehe ich natürlich wieder hier in der Tabelle, dass das hier länger ist, der Eintrag, weil er ja zwei Werte hat. Also dieser Eintrag nur einen Wert hat, dann kann ich wieder die statistische Analyse machen. Und dann war ich wieder bei Müller, hat, da gibt es ziemlich viele. Jetzt gibt es ja ziemlich lang, der Value. Und bei Fowler ist der ziemlich kurz. Und das möchte ich natürlich wieder nicht haben, ja. Das ist wieder so ein Ding, was keinen Spaß macht.
Jetzt schauen wir uns gleich an, wie das Problem löst. Also erstmal, was suchen wir denn? Suchen ist hier relativ einfach. Suchen generiere ich mir wieder meinen Search Key, Index Key, schicke das an die Cloud. Die Cloud schaut halt, ob sie hier ein Lookup, die kennt ja jetzt den Search Key, das heißt, die kann den Wert hier berechnen und schaut, ist der da drin? Wenn ja, hole ich mir das raus, decrypte das mit meinem Indexschlüssel und schicke die Antwort rüber. Alles voll transparent für den Nutzer. Das sollen ja auch Data Scientists benutzen können. Und da möchte man das Verhalten irgendwie nicht ändern. Ja, genau. Und das Problem, wie ich schon gesagt habe, ist hier die Größe. Und eigentlich möchte ich die Size hier verschleiern. Ich möchte nicht, dass jemand anhand, wenn er das Ding runterlädt, den Index erkennt, wer ist. Also ich möchte nicht, dass der in der Lage ist, statistische Analyse zu machen, weil das ist nicht gut. Und das heißt, wir müssen den Index jetzt platt klopfen, das kennt man vom Schnitzel. Wenn das so dick ist, dann klopft man lange drauf rum, bis es die richtige Größe hat. So. Und das machen wir jetzt auch. Wie geht das platt klopfen? Also wir fangen wieder an hier. Mit Hilfe unseres Nachnamens hier tun wir wieder einen Suchschlüssel und Indexschlüssel ableiten. Und dann fangen wir hier Counter initialisieren mit 0. Das ist hier erste Zeile, deswegen kommt hier 1, 2, 1, so weit, so gut. Jetzt kommt der Trick hier. Jetzt kommt das zweite Mal vor. Das heißt, wir müssen unseren Counter hier einfach um 1 erhöhen. Und jetzt haben wir das hier da blatt geklopft. Jetzt haben wir zwei Einträge. Jetzt sind die Einträge immer genormt. Und wie gesagt, jetzt habe ich wieder einen neuen Namen hier. Dann kann ich wieder bei 0 anfangen, Counter und so weiter. So, im Prinzip klar. Ich habe für jeden hier jedes Wort, jeden Nachnamen, Uniken, habe ich hier einen Counter, den ich einfach hochzähle. So halbwegs verstanden die Idee. Okay. Also ich habe jetzt hier zwei Counter, einen für Foo und einen für Bar. Und ich fange initialisiert mit 0. Und dann habe ich hier Foo 0, dann kommt nochmal Foo, wird es zu 1, dann kommt der neue Counter Bar wieder bei 0. Genau, und jetzt, das sieht es halt so aus, das Setup. Das ist Plaintext, der muss natürlich erstmal, aus dem leite ich einen Chiffretext und Index ab, dann kann ich ihn auch wieder löschen. Muss ja nicht speichern. Genau. Und wie suche ich jetzt? Also das Verfahren hier, das ist das Basic-Verfahren von Cache et al. Das wurde letztes Jahr erst vorgestellt, 2014. Und das ist so, also da gibt es noch zwei Varianten, die komplexer sind, wenn man wirklich Big Data hat. Also das Verfahren. Also der Index wird halt hier eventuell groß und da gibt es wieder Tricks mit Interaktionen, wie ich den Index da kleiner machen kann, mit komplizierten Datenstrukturen. Aber das Basic-Prinzip ist das gleiche. Also deswegen stelle ich es auch nicht vor, das verwirrt dann noch mehr. Hier ist es nur das Basic-Prinzip, das aber schon irgendwie sehr gut funktioniert. Und genau, und wie sucht man jetzt? Also man macht wieder hier Search Key, Index Key. Und jetzt wird es für die Cloud ein bisschen komplizierter. Also muss erst durchprobieren, hier gibt es Counter 0, gibt es dann einen Eintrag? Juhu, gibt es einen. Das heißt, ich erhöhe den Counter mal um 1 und schaue, gibt es da nochmal einen Eintrag. Und dann, oh, es gibt nochmal einen. Cool, dann erhöhe ich meinen Counter nochmal um 1 und schaue, wieder, ob es einen Eintrag gibt. Jetzt finde ich keinen mehr. Okay, dann war es das. Und dann kann ich die Einträge, die ich gefunden habe, schicke ich wieder einfach zurück. So weit, so gut. Gibt es da irgendwie noch Fragen? Ja. Ja, dann musst du den ganzen Index für Foo nochmal neu machen. Das ist viel kompliziert, ja. Das ist leider painful. Dafür gibt es ja dann neue Varianten, wo das ja nicht mehr so ist. Also bei der Variante hast du noch das Problem, dass du dann ein Update des Index kompliziert ist. Da kann man wieder praktisch, es gibt einen Trick, wo du dann wieder für jeden Eintrag eine neue Tabelle hast und dann kannst du so einen Baum wieder machen und dann kannst du es effizienter machen. Durch komplizierte Datenstrukturen, wie immer. Aber gute Beobachtung, ja. Also hier ist noch schmerzhaft, Daten zu löschen. Aber wir wissen ja, die Data Science-Leute oder so, da gibt es ja eigentlich, bei Hadoop-Framework haben wir geguckt, da kann man ja gar nicht richtig löschen, da gibt es immer nur Append. Das heißt, in der Regel wird nichts gelöscht, von daher hast du das Problem bei Big Data erstmal nicht. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden, da irgendwas zu löschen. Das kann auch an mir liegen.
So, und schauen wir uns an hier. Wir wollen ja diesen ganzen Index-Pane haben wir nur gemacht, damit wir schneller suchen können. Und ich habe nochmal jetzt die King James Bible genommen. Hab mir jetzt ein paar tausend Wörter ausgesucht, mit denen ich einen Index generiert habe. Das ging auch relativ schnell. Und genau, und im Gruppen, also verschlüsseln geht sowieso schnell, da nimmst du dann einfach AES, das rennt einfach durch. Das Coole ist jetzt suchen. Ich kann jetzt plötzlich suchen unter einer Millisekunde. Und ich habe auch die Daten mal erhöht auf irgendwie, okay, ich habe nicht so viel Daten, ich habe mal so Gutenberg, die nochmal die Top-End-Bücher genommen und dann noch damit Analyse gemacht. Und das ist immer noch eine Millisekunde. Na klar, ich habe ja eine Hash-Table und da finde ich ja ziemlich schnell den richtigen Eintrag. Also das geht jetzt relativ fix. Das heißt, das sollte auch dann, bald bekomme ich richtig viel Daten, hoffentlich, also so ein paar Terabyte. Und dann mal schauen, wie das sich das danach verhält. Aber ich bin da ziemlich optimistisch, dass es relativ fix funktioniert. Ja. Der Index ist ein paar hundert Kilobyte. Ich komme an, wie das jetzt, ja genau, also du kannst ja aussuchen beim Index, okay, wenn du jetzt richtig Data Science was machst, dann kannst du ja aussuchen, welche Keywords du da, du kannst ja nur in dem Index die Keywords machen, die du haben willst. Du kannst ja, wenn du vorher ungefähr weißt, was deine Keywords sind, dann kannst du nur die Keywords in den Index reinpacken, du musst ja nicht immer alles. Also wenn es irgendwie Sachen gibt, wo du nicht willst, dass der Data Scientist danach suchen sollte, also irgendwie Confidential Data, dann musst du nicht in den Index reinmachen und dann findet er die auch nicht. Also man kann auch Dinge da verstecken, das ist dann ziemlich lustig, ja. Was irgendwie vielleicht ganz gut ist, wenn der Data Scientist nicht alles über mich rausfinden kann, weil es vielleicht doch noch irgendwie Privatsphäre gibt, auch mit Big Data. Genau. So weit, so gut. Ich hoffe, den schlimmsten Teil habt ihr überstanden. Jetzt geht's wieder, Tobi macht jetzt noch den Abschluss und dann gibt's die QA-Runde. Zeitlich sind wir, glaube ich, ganz gut. Oh, super. Ja. So, bin ich wieder live? Ja, sehr gut. Wir haben gesehen, wie man Searchable Encryption realisieren kann, welche Schemes es da gibt und was man mit denen machen kann. Und was wir immer gehabt hatten, ist das Problem eines deterministischen Search Tokens. Also, wir haben das vorhin hier auch kurz diskutiert. Wenn ich als Server sammle, was meine Clients mich fragen, dann kann ich über lange Zeit eine Statistik darauf fahren und dann weiß ich, welche Einträge in der Datenbank mit welchem Suchtoken korrelieren und dann kann ich mir ausmalen, naja, wenn ich immer mit einem Token ganz viele Einträge zurückgebe, dann ist das Müller und wenn ich nur ganz wenige Einträge zurückgebe, dann ist das Fowler. Wir haben also dieses Problem dieser deterministischen Search-Token lässt sich lösen. Es gibt in Academia gibt es da Methoden und Verfahren, wie man das fixt. Aber das practical zu machen, das tatsächlich zu deployen oder so zu bauen, dass man das benutzen kann, das ist noch eine Herausforderung, an der wir auch rumarbeiten. Ein Verfahren, was in aller Munde ist, ist das der Fully Homomorphic Encryption. Das geht auch im Prinzip, bis auf, dass man 30 GB große Public Keys hat und für jedes Bit, was man verschlüsselt, 2,5 Tage rechnen muss. Aber im Prinzip ist die Tür auf. Also es geht, muss man jetzt nur noch für Real World Szenarios anpassen. Wir haben diese Sachen gebaut, noch nicht alle, es gibt viel mehr Schemes, die man tatsächlich mal bauen muss, also so dieser Split zwischen Academia und Real World, den kann man versuchen ein bisschen zu verkleinern, indem man mal versucht, diese Sachen tatsächlich zu implementieren, so wie wir das auch gemacht haben und hier präsentiert haben. Wir haben auch noch, wir hätten auch noch mehrere Schemes mitbringen können, aber in Anbetracht der Zeit haben wir uns jetzt auf die Keyword-basierten Schemes reduziert. Ich habe noch eine volle Substring
Suche als Implementation rumzuliegen. Das ist aber ein bisschen komplizierter, da bräuchten wir wahrscheinlich dieselbe Zeit, die wir jetzt hier für die 3-4 Schemes hatten, bräuchten wir wahrscheinlich nur für dieses Substring-Scheme, wenn wir darüber reden wollten. Aber, also der Aufruf an der Stelle soll sein, naja, geht raus und informiert euch und verlangt nach dieser Technologie. Also es gibt Schemes, die sind practical, die können Dinge machen, die wir wollen, in hinreichend sicher, jedenfalls sicherer als der Status quo. Und bislang, naja, kenne ich zumindest keinen Service, der solche Funktionalität, solche Technologie für End-User anbietet. Was schade ist, weil es geht ja, man kann es ja machen. Was haben wir hier gemacht innerhalb dieser letzten, jetzt knapp dreiviertel Stunde? Wir haben uns ein paar Schemes angeschaut, die verschiedene Eigenschaften haben, die Funktionalität der verschlüsselten Suche realisieren. Wir haben zuerst gesehen, deterministische Verschlüsselung unseres Plaintextes. Das geht gut, das ist gut insofern, als dass es sehr schnell geht. Wir haben unser Favorite Encryption Scheme, dem vertrauen wir, das haben wir schnell implementiert, das ist super. Das Problem ist, dass in diesem Scheme ist das eigentliche Scheme ist insofern broken, als dass der Server weiß oder leichter wissen kann, was ich eigentlich verschlüsselt habe. Wir haben gesehen, so eine Keyword-basierte Suche nach Song Wagner Perik. Diese Suche ist, nicht langsam, aber ist auch nicht optimal. Also wir müssen im Zweifel jeden Eintrag durchgehen, den wir auf der Serverseite haben. Das, könnte problematisch werden. Wir haben gesehen, wie wir das mit einem Index fixen können. Und in diesem Index haben wir idealerweise direkten Zugriff, je nachdem, was für eine Datenstruktur wir dann tatsächlich da benutzen. Aber wir haben, also wenn immer wir einen Index haben, dann haben wir das Problem, dass wir diesen Index maintain müssen. Und das ist, muss man sich Gedanken machen, wie man das, ob und wie man das lösen will. Diese Schemes, die haben alle ein bisschen unterschiedliche Features. Also je nachdem, was genau man möchte, kann man sich so sein Scheme suchen oder auch ein bisschen designen. Also wenn man tatsächlich den Spielraum hat, da an seinen Funktionalitäten, an seinen Requirements zu arbeiten, dann kann man sich sein Scheme effizienter engineeren. Also je nachdem, was für funktionale Anforderungen man hat, kann man durchaus die Schemes effizienter bauen. Und es gibt noch mehr Schemes als das, was wir jetzt vorgestellt haben. Nicht? Also das Problem der Suche auf verschlüsselten Daten ist größer als Keywords oder Metadata, so wie wir das hier gemacht haben. Und nochmal der Aufruf oder nochmal die Feststellung, Suchen auf verschlüsselten Daten ist realisierbar für Real-World-Szenarios. Also man kann Schemes so bauen, dass sie performen, auch in Big-Data-Szenarios. Und das ist das, wo wir idealerweise hinwollen. Die Referenzen von den Schemes, im Wesentlichen das Song Wagner Perik Scheme und das Cache et al. Scheme, sind diese akademischen Publikationen. Und ich denke, dass das jetzt war von uns. Die Slides sind zu Ende. Wir sind offen für Q&A. Fragen, Anmerkungen? Gibt es Firmen, die das einsetzen im großen Maßstab? Ich sag mal nein. Also nicht, dass ich wüsste. Es gibt eine Handvoll Encryption-Proxy-Firmen, da kannst du dir eine Appliance zwischen dir und das Internet stellen und dann verschlüsseln die dein Kram transparent. Ist mir unklar, wie genau das da funktioniert. Alles, was ich gesehen habe, sind so Marketing-Slides und dann sind da Clouds und Bees und Blümchen und so. Das ist schwierig. Ja, sicher. Warte, ich mach mal hier erstmal Mute. So, es gibt zum Beispiel... Hallo? Okay. Es gibt zum Beispiel jetzt von Microsoft Always Encrypt und so weiter.
Aber die machen alle deterministische Verschlüsselung. Also die Lösung, die du kriegst von großen Firmen, sind jetzt noch auf, gerade momentan deterministische Verschlüsselung. Und alles andere habe ich jetzt im Real, also im echten Einsatz so von Firmen noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie kommt. Also wir arbeiten auch bei einer größeren Firma irgendwo und versuchen da auch jetzt die dahin zu drücken, dass sie da Produkte rausbringen. Ja. Zum Thema, wir arbeiten in größerer Firma. Wir haben noch irgendwie Position für studentische Hilfskräfte und wir zahlen auch irgendwie 8,50 die Stunde. Also wer Interesse hat, an einem Tod zu arbeiten, genau. Also, da kann ich aber nachher bei uns melden. Ja. Du willst, okay, du möchtest mit, also okay, wenn du mit, also du möchtest die Daten sicher verschlüsseln, ja? Das Problem, wenn du sicher verschlüsselst mit Salt oder Initial Value oder Nonce oder whatever, dann kannst du nicht mehr so richtig danach suchen. Dann musst du die jetzt wieder entschlüsseln bei dir, dann musst du wieder runterladen, entschlüsseln und dann lokal suchen. Bei mir ist jetzt ja, okay, aber okay, die Idee ist, man tut einen Hash noch einen Salt rein beim Index zum Beispiel. Das Problem ist, du kriegst immer einen neuen Wert. Und wenn du einen neuen Salt hast, dann findest du den Wert in deinem Index halt nicht. Dann hast du einen komplett neuen, unabhängigen neuen Hash-Wert. Das ist eine neue Zufallszahl. Und okay, also der junge Mann hier möchte bei den verschlüsselten Daten noch einen Hash hinten dranhängen, als Metainformation, und hinter der Metainformation dann suchen. War das so korrekt? Ja, Hash von Klartextdaten, okay. Ja, dann, du musst ja die Salts dann, genau, du musst die Salts ja merken. Also wenn du später nochmal in die suchst, musst du den gleichen Salt nochmal parat haben. Ja, aber dann müssen wir praktisch wieder beim Index. Dann hast du ja praktisch wieder einen Index gebaut. Die Frage war, ob ich Spinhash kenne. Die Antwort ist simpel, nein, kenne ich nicht. Muss ich mir nicht antworten. Ist das kryptografisch irgendwie sicher und sound und alles? Okay, das war. Also momentan so dieses Hashing, was ich da momentan benutze, ist halt einfach ZipHash. Das kennt vielleicht jemand, das ist von JNP und Dan Bernstein, weil wir haben so eine ziemlich lange Hash-Funktion mit Schlüssel und das funktioniert eigentlich ganz gut und das ist ziemlich schnell. Aber dieses Bin-Hash, das muss ich mal anschauen, wie sicher das Ganze ist, ob das funktioniert. Also, ja, wir arbeiten jetzt auch, versuchen auch das Search-Token, das immer deterministisch ist, noch irgendwie zu verschleiern, also wir arbeiten dran, das irgendwie zu randomisieren, aber das ist gar nicht so einfach. Also es geht, wenn man genug Zeit hat. Also wenn eine ineffiziente Lösung gibt es schon, aber das Problem ist wieder, die muss halt bei Big Data funktionieren. Also du willst halt nicht irgendwie 2 Tage warten, ja. Und du willst irgendwie Daten halt gleich haben. Und das ist halt noch ein Riesen-Challenge, ja, das irgendwie effizient zu machen. Und ich glaube, wenn ihr das hört, es gibt immer diese Leute, Theoretiker sagen immer, ich habe Sachen, die sind almost practical. Also almost practical heißt, man muss für 10 Bytes so eine Stunde, mindestens 7 Stunden suchen. Ja, das ist so irgendwie, das heißt, wenn du Big Data hast, suchst du halt irgendwie dann so irgendwie gefühlt mindestens 80 Jahre. Und das ist halt ein bisschen lang. Das ist zwar dann sicher, aber ja, wir tun das halt irgendwie jetzt noch irgendwie vielleicht einen Tick Security wegzunehmen und es dafür praktikabel zu machen. Was immer noch besser ist, als was wir jetzt haben. Alles unverschlüsselt und bei Big Data ist, ja, was irgendwie ein Zustand ist, den ich nicht gut finde, vor allem wenn es dann Gesundheitsdaten so weitergeht. Jo. Ich verstehe, wie man, wenn man weiß, dass man eine Liste von Nachnamen hat, wie man dann mit der statistischen Analyse darauf kommt, welchen Nachnamen wahrscheinlich welcher Nachname ist. Aber wie kommt man überhaupt darauf, dass es eine Liste von Nachnamen ist, wenn die Daten verschlüsselt sind? Ja, okay, die Frage war, ich verschlüssel diese Daten und woher weiß die Cloud eigentlich, welche Daten ich da verschlüsselt habe, was sich da alles handelt.
Ja, das ist eine starke Annahme. Das ist eine starke Annahme. Wir nehmen an, man weiß ungefähr, was du hochlädst. Also an Daten. Also meistens, wenn man jetzt zum Beispiel die Bahn ist, gestern gesehen, und dann irgendwie so riesen Bahnsätze da hochladen, dann wird das wahrscheinlich irgendwie Sachen mit Zügen zusammenhängen sein. Also meistens kannst du dann irgendwie durch die Firma oder wer das macht, ausfinden, was Daten sind. Also dann, das ist so ein Obscurity-Ding, das wird nicht funktionieren. Also früher oder später, wenn die verraten, wenn du da eine drin hast. Wenn du der, also du würdest deinen Angreifer schwächer machen, wenn du diese Annahme nicht triffst. Und das ist gut, wenn du deinen Angreifer schwächer machen kannst, dann kannst du effizientere Schemes bauen. Aber lass uns doch einen starken Angreifer haben, damit wir auch more Security machen können. Der Einwand war, dass bei Heise vor ein paar Tagen wohl kam, dass Microsoft Analysen drauf fährt, was encrypted in der Cloud gespeichert ist. Ja, noch eine Frage, bitte. Ja. Also der Einwand war, dass es ja noch nicht so sicher ist, speziell wenn man einen globalen Angreifer hat. Wir schützen uns ja erstmal nur quote unquote gegen Data Loss. Das ist so die kurze Executive Summary. Ja. 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 Und also, ist das Security Model. Also fragst du fünf Kryptografie-Experten, nach was für einem Security-Model sie arbeiten, kriegst du 8 Antworten. Und also sicherlich ist das Model in diesen Fällen echt, also oft nicht mal so stark, als dass der Server malicious ist, also dass der Server beliebige Aktionen durchführt. In der Regel nimmt man an, in einem Honest but Curious-Model zu sein, dass der Server sich nach Protokoll verhält und dir zwar alles brav gibt und brav deine oder dem Protokoll folgt, aber sich immer noch alles merkt und alle Daten, die rein und rausgegangen sind, dass es eine lange Historie gibt. Und ja, muss je nachdem, was für einen Angreifer du annimmst, musst du dein Scheme und deine Möglichkeiten evaluieren. Das sind eigentlich so Premium-Dienste, das heißt, eigentlich wird da musst du auch was tun, viel Restkapazität, das heißt, der wird dich auch chargen dafür. Also wenn du das in den Service nutzt, wirst du Geld zahlen. Und die Frage ist, wenn du dann irgendwie Geld zahlen und richtig Customer bist, aber wenn ich dann aktiv gegen dich vorgehe, die Firma, ich weiß nicht, also aktiv gegen zahlende Kunden vorgehen, könnte es sein, dass du irgendwie nicht mehr so viele zahlende Kunden hast in der Zukunft, wenn du sie da durchsetzen willst, das Geschäftsmodell. Also, die werden aktiv gegen dich vorgehen, wenn sie müssen, klar, also wenn es ein Gesetz gibt, wenn sie gezwungen werden, macht ihr das, klar, aber dass sie generell erstmal gegen dich, gegen zahlende Kunden vorgehen, eigentlich macht sie das in der Regel nicht. Das Google gegen dich vorgeht. Also Google macht ja Geld damit, um deine Daten zu sammeln, damit sie sehr gute Werbung anbieten können. Oder wie auch immer. Oder eben anderen, die Daten vielleicht weiterverkaufen später. Ich hab keine Ahnung, wie das noch funktioniert. Aber jedenfalls machen wir primär Geld mit dir Werbung anzuzeigen. Ja? Und das heißt, du bist ja kein Kunde von Google. Also genau, also die Leute von Kunden, also die Kunden von Google sind die Leute, die Werbeindustrie, die den Leuten Geld gibt. Und ja, das ist der größte Teil. Mhm. Und glaubst du, dass du aktiv gegen die vorgeht, gegen Leute, die ihr Geld geben? Ja klar, das machen klar. Ja klar, das ist ja irgendwie, also Google, genau, prozesst alles, was sich findet und macht damit irgendwie Data Mining und Klassifikation und so. Ja, das ist. Ja,
Nee, das Problem ist halt, dass es gibt ja bis diese, wir haben gelernt, es gibt ja sowas wie die Dienste und so, der Staat und die kommen ja einfach vorbei und die machen ja ganz böse Dinge gegen dich. Also die machen Strafverfolgung, das willst du ja nicht haben, dass Leute irgendwie strafverfolgungstechnisch oder so vorgehen. Da kann halt für dieses paar Jahre Knast oder noch etwas Schlimmeres drin sein, USA für Todesstrafe und so. Und es gibt, und das willst du eigentlich den ja nicht haben, dass da irgendwie Leute massiv gegen vorgehen können. Ja, genau. Ja, das die Frage, warum nimmt er nicht einfach Partial Homomorphic Schemes oder Somewhat Homomorphic Schemes? Ja, das sind wir auch am Testen, das machen wir dann auch noch, aber die sind halt, die schneiden deutlich schlechter ab performance-technisch und ja, ich weiß nicht, ob das, also der Overhead ist schon massiv bei diesen Dingern und ich, und wenn du richtig, also richtig große Daten hast, also bei Big Data und so bei Google, ich weiß nicht, ob die diesen Aufwand teilen. Also es ist ein Unterschied, ob du dann irgendwie 20% mehr Rechner hast oder ob du dann 500% mehr Rechner da rumstehen hast, irgendwie an Kosten. Ja, ist halt so. Also ich meine, ich habe ja irgendwie, ich weiß ja nicht, ob du jetzt irgendwie 1,3 Terabyte an Kontaktdaten pflegst oder so, normalerweise habe ich die halt nicht. Ja. Wie, nicht? Ja, genau. Als Privatanwender kannst du dann auch, wenn du wenig Daten hast, genau diese Somewhat Homomorphic oder Partial Homomorphic Sachen nehmen. Ja. Wenn du ja. Aber auch da, also ich denke, das Szenario ist auch eher, dass du zu dem Service Provider gehst und der dir den Service zur Verfügung stellt. Ja. Ja, aber dann bist du wieder in dem Bereich, wo es vielleicht um 1,3 Terabyte Daten geht. Also genau. Die Security ist halt in der großen Szene immer schwer, weil es kostet ja immer Geld. Und wenn du dann zwei Verfahren hast, das eine kostet viel weniger Geld als das andere, dann ist es die Management-Ebene davon überzeugen, doch, dass es viel mehr Geld kostet. Und langsamer und teurer. Also wenn der großen Firma arbeitet, weiß das ist... Aber die Leute zahlen dafür. Ja, vielleicht. Also werden wir sehen. Also ich glaube, mit aktiver Security, ich glaube, das... Also ich glaube, wir entwickeln uns so langsam dahin, dass die Leute bereit sind, für Sicherheit in diesem Internet mit ihrer Cloud Geld zu bezahlen, aber ich glaube, das ist so ein Mindshift. Also ich glaube noch, die Leute kommen noch von in einer Zeit, wo GMX und Gmail und so ist alles for free und voll und super und jetzt so langsam fangen die Leute an, sich bei Posteo oder Mailbox auch oder so einzukaufen und mit dem Gedanken eben mehr Sicherheit zu haben und dafür auch aktiv Geld zu bezahlen. Wir wollen einfach nur erstmal die richtige Richtung einschlagen und dann den Pfad gehen. Also das Problem ist halt, dass wir nicht mal auf dem richtigen Pfad momentan so richtig sind. Und das muss man natürlich jetzt ändern. Den haben wir überzeugt, dass er eines dieser Schemes implementiert. Yay, wuhu! Sehr gut. Also als Startup-Firma könnte es halt ganz interessant werden. Also das halt ja auch irgendwie schneller als die Großen und so und könnte auch dann Dinge anbieten oder Entscheidungen treffen, die in einer größeren Firma schwierig sind. Ja. Deswegen hier nur Startup aufmachen, hier anbieten und reich werden. Vielen Dank.